Grüß dich, Gott und guten Tag. Heute machen wir Teil 4 von Mein Erwachen und Ausstieg aus der Matrix. Und da möchte ich ein bisschen, ja, sagen wir, es ist jetzt schon einige Zeit vergangen, seit Teil 3. Teil 3 war ja ein bisschen die pessimistische Sicht. Und war ein bisschen die pessimistische Sicht. Nee, nicht pessimistisch, sondern einfach mal die Aufnahme, die Zusammenhänge und das Thema, was mich zu diesem Zeitpunkt gerade so beschäftigt hat. Das ist das eine, also ja, heute geht es eigentlich gerade so von diesem, gerade in den Gegensatz von diesem materialistischen, mechanischen, realistischen Denken, eben gerade in den Gegensatz zu dieses, wie soll ich das jetzt sagen, ja, dieses Geistige, was mir da jetzt so alles begegnet ist. Und von dem her könnte man sagen, ich habe also jetzt nicht das Ende, sondern einen Meilenstein. Ja, einen Meilenstein erreicht. Eigentlich wollte ich das mit mehr Freude verkünden. Allerdings, wenn man hier vor der Kamera sitzt oder wenn man da mit der Kamera arbeitet, abgelenkt wird durch die Katze, dann funktioniert es dann nicht mehr so ganz mit dem, was man sich da so vornimmt. Zumal ich, wenn ich hier draußen sitze oder überhaupt, möchte ich diese Videos, außer jetzt diese Erklärvideos, möchte ich diese Videos ja aus dem Stegreif mache, das, was mir gerade so einfällt, zu diesen Stichpunkten, die ich mir so aufschreibe, möchte ich das eben aus dem Stegreif machen. Das, was mir gerade so zufällt, das gebe ich von mir. Und ja, wie gesagt, das ist also ein riesen Meilenstein jetzt erreicht. Und rein vom Verstand her, vom Intellekt her, bin ich auf einer Basis angelangt. Ja, genau, an einer Basis angelangt. So kann man sagen. Ich bin an der Basis des Ganzen. Und jetzt weiß ich nicht so richtig. Das ist, ich glaube, das kommen noch mal später dann drauf. Die Basis, wie soll ich das jetzt erklären? Also, es gibt ja immer, wenn die Menschen so erwachen, das ist ein Punkt, genau. Wenn die Menschen erwachen, wenn sie irgendwie erkennen, oh Mensch, da ist was, Falschgeldsystem, oh Mann, NWO, oh Mann, Anunnaki, oh Mann, Nibiru, oh Mann, Profi. Achtung! Nicht, dass ich selber nicht auch da drin gehängt wäre. Ja? Also nicht selber, also dass ich, wie soll ich das jetzt sagen, also nicht falsch verstehen. Das ist jetzt keine Bewertung, sondern das ist einfach dieser Zustand, den ich ja selber erfahren habe. Das ist der richtige Ausdruck, genau. Also, ich habe mich mit diesen Smaragdtafeln von Thoth, beschäftigt. Ich habe mich mit den syrischen Steintafeln, mit der Keilschrift, habe ich mich auseinandergesetzt. Stichin oder so, irgendwie heißt der Vogel, Entschuldigung, heißt der Wissenschaftler, der dann die Geschichte übersetzt hat und allerdings der Einzige ist, der das dann so übersetzt hat und dadurch mehr oder weniger die Anunnakis bestätigt hat. Wobei das jetzt, ist jetzt schon wieder alles viel weiter als das, wie es bei mir angefangen hat. Also es war halt irgendwie so ein Zwischenschritt. Was gibt es noch?
Ja, diese Swimmingpool-Aufnahme von der NASA, ja, die ja faktisch belegt sind, also aus der Sicht, wenn man die ganzen Geschichten da so anschaut, dann sieht man, dass ja, da werden uns Dinge verkauft als Spacewalk, was aber in Wirklichkeit offensichtlich im Swimmingpool aufgenommen worden ist. Das ist so eine Geschichte. Und da hat mich eigentlich nie interessiert, warum machen die das, sondern es hat mich immer interessiert, wie geht's weiter? Was zeigt mir das? Was macht das? Wo ist der Hintergrund? Also, was soll ich sagen? Also, mich hat nicht die NASA selber interessiert, warum die das so macht. Da hat ja jeder irgendwo, der sich damit beschäftigt, irgendwie sofort irgendeine Erklärung bei sich oder parat. Aber es sollte immer weitergehen. Und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt vor. Das ist, also, vor, nee, zurück. Also, jetzt gehe ich noch weiter zurück. Da ist dann dieses ganze Falschgeldsystem NWO, hatte ich schon gesagt. Es sind alles so Zwischenschritte vom Erwachen. Ja, und interessant dabei finde ich ja auch noch, dass es gibt Menschen, die schauen so ein, zwei Videos an, vielleicht schauen sie auch nur einen Teil dieser Videos an und dann kommt sofort eine Lösung von wegen, ja, das steht doch schon in die Bibel geschrieben oder ja, das ist doch schon da und da, der Buddhismus sagt das oder der sagt das oder. Also es ist immer schon so eine Festlegung. Es ist für diese Menschen schon ein Fakt, dass es so und so sein muss. Das ist so die eine Beobachtungsschiene. Also eins, das ich beobachtet habe. Die andere Geschichte ist die, ich denke, ich muss dann zurückdenken, weil viele Menschen, die kommen ja auch immer mit ihre Erfahrungen, die sie so das ganze Leben lang durchgemacht haben. Und das ist dann das untrügliche Zeichen, dass es so sein muss, wie sie das jetzt heute sehen. Also aufgrund von Erfahrung wird ein Zustand manifestiert. Und da muss ich mich dann fragen, ist sowas in meinem Leben auch schon passiert? Gibt es etwas, was mich anspornt? Gibt es etwas, was ich gleichsetzen kann mit so einer Erfahrung? Das alte Thema, ihr kennt es. Ja, okay, läuft noch. Und dabei sind mir dann so verschiedene Situationen eingefallen. In Bezug auf Alienentführung. Es gibt so eine Geschichte, da war ich, keine Ahnung, irgendwas zwischen 22, 23, 28, also irgendwo da zwischendrin. Da hatte ich eine Zeit, da hatte ich jede Nacht tatsächlich die Vorstellung, also ich drücke das jetzt wirklich aus dem materialistischen, mechanischen, naturwissenschaftlich erklärbaren Weltbild, erkläre ich das jetzt. Man kann da viel anderes reininterpretieren, aber ich muss es jetzt erstmal in diesem Zusammenhang so feststelle, wie das war. Also ich habe fast jede Nacht die Vorstellung gehabt, dass ich im Bett liege, mit einer Schlafparalyse, die ich ja auch so erklärt, und aufgrund dieser Schlafparalyse auch die Fantasiererei erklärt. Und zwar, dass da also irgendeine Gestalt neben mir am Bett steht und mich bedrängt. Also so eine Erfahrung hatte ich schon. Ich kann diese Erfahrung allerdings nicht jetzt ummünzen auf, boah, da gibt es Alienentführung oder boah, da gibt es das.
andere Menschen können das und ich sprich denen auch nicht ab, dass es für diese Menschen die Realität ist und die Erklärung, warum ich das auch konkret so annehmen kann, auch wenn ich mich selber jetzt gar nicht dazu zähle. Diese Erklärung wird vielleicht noch am Ende dieses Videos kommen. Es könnte aber auch sein, dass es um einiges länger dauert und ich dann viel später drauf komme. So. Also ich hatte solche Vorstellungen, solche Schlafparalysen, solche Dinger, wo ich den Eindruck hatte, dass da irgendeine Gestalt, die nicht von dieser Erde ist, mich bedrängt. So, würde ich das jetzt als Realität annehmen und würde sagen, ich wurde entführt oder ich wurde hier irgendwo in, keine Ahnung, von Dämonen besucht oder so irgendwas und würde das wirklich als handfest annehmen, dann wäre mein Erwachen höchstwahrscheinlich anders verlaufen. Dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo in diesem ganzen Wirrwarr von ganzen Geschichten und Realitäten wäre ich irgendwo hängen geblieben. Das ist die Konsequenz, das Ergebnis meiner Überlegung. Gehe ich ein paar Jahre weiter, von dem, was mir jetzt gerade so spontan einfällt, da war, das könnte jetzt vielleicht so 18, 20 Jahre her sein, länger wie 20 auf keinen Fall, weil ich war ja mit meiner Frau schon verheiratet. Und also, meine Frau und ich, wir marschieren so durch, gehen spazieren im Wald und mit dem Hund und der war wieder unterwegs und meine Frau hatte schon immer das Bestreben, mir die Natur nahe zu bringen. Also ein Gefallen an Blumen, an ja, Natur eben. Guck mal dahinter, schöne Aussicht, guck mal hier, schöne Blume, riecht gut und. Und irgendwie hat mir da immer ein bisschen so das Verständnis dafür gefehlt. Und da war der Punkt, dass, also wir da so unterwegs waren und sie zeigt mir da ein paar Blumen, schön anzusehen und, ja. Und sie war da hellauf begeistert davon und sie versucht mir das zu erklären. Und dann erklärt sie mir das so und ich gucke so in den dunklen Wald hinten rein. Es ging so ganz leicht so die Böschung hoch und wurde immer dunkler da drin. Und dann gucke ich so dahinter rein, an einem Baumstamm und zeigt dann dorthin und spontan, ohne vorher irgendeine Überlegung oder so, aber ich gucke da hin und sage dann zu ihr, jetzt stell dir mal vor, dahinter dieser Baum, sie stehen, stell dir mal vor, hinter diesem Baum kommt jetzt ein kleines Programm davor. Ein kleines Programm, also kein großes Office oder ein Betriebssystem oder sonst, sondern irgendwie so ein ganz kleines Tool. Ein paar Bytes kommen da hinten auf einmal vor und das beobachtet uns ganz schüchtern. Das steht dahinter und weiß nicht so richtig, was es jetzt mit uns da anfangen soll, kennt uns gar nicht. Ja, wir sind für das irgendwie so Riesen oder so, vielleicht auch eine Gefahr, eine mögliche Gefahr. Und die steht dahinter ganz schüchtern und beobachtet uns und guckt, was es mit uns jetzt da anfangen kann und ob wir da in irgendeiner Relation zueinander stehen. Meine Frau, die hat mich natürlich komplett entgeistert anguckt. Die hat nicht verstanden, was ich da sage. Ich meine, wenn ich das so betrachte, dann ist es ja eigentlich auch schon ziemlich komisch. Ein Programm da hinten. Komisch. Ja, ich hatte das komplett aus den Augen verloren. Also das war für diesen Tag, noch ein paar Tage danach, war das sicherlich irgendwie so ein Eindruck, wo ich so drüber nachgedacht habe, aber zu dieser Zeit gab es ja auch nichts Geistiges, nichts Außergewöhnliches, ja, so multidimensionaler Raum oder viel Weltentheorie oder so, das waren die Geschichten, die uns so diese, ja, wie heißt das, Geologic Graphics oder irgendwie sowas, History Channel oder
ZDF Info, Harry Laschung, also diese Dinge, ja, wo uns dieses materiell-mechanische Weltbild vermittelt wird. Und ja, es gibt da ein paar, die denken da über so eine String-Theorie nach, und aber so richtig wahrnehmen, nee, das, was ich spüre, wenn ich mir auf den Daumen schlage, dann tut's weh. Wenn ich mit dem Kopf gegen die Wand renne, tut's weh. Und so lange braucht mir keiner kommen mit von wegen Geist oder Seele oder nach Tod geht's weiter und so Sachen. Also das waren all diese Dinge. Ja, also insofern war das einfach nur eine Fantasterei. Und als solche habe ich die eben jetzt so im Nachhinein auch wieder betrachtet. Aber es war ein außergewöhnliches Ereignis. So, irgendwann, 2004 oder so, sind wir ja hier auf die Insel gekommen. Und also ist jetzt dann auch schon wieder 13 Jahre her. Da haben wir ein paar Leute kennengelernt, andere Webmaster. Ja. Und logisch, man hat sich dann so unterhalten, getroffen. Wenn man hier auf die Insel kommt, dann sucht man natürlich erstmal so Deutsche, ja, Landsleute, mit denen man sich direkt so austauscht. Man genießt natürlich die Insel mit allen ihren Vorzügen und mit allem drum und dran. Man guckt, wie die Leute hier so leben und versucht sich dann auch einzugliedern. Aber dennoch ist man ja immer froh, wenn man noch alleine schon vom Job her, wenn man da Gleichgesinnte hat, also man versucht da so einen Erfahrungsaustausch zu machen. Ja, jedenfalls, das ist ja alles unwichtig, jedenfalls aus diesem heraus haben wir hier eben auch Leute kennengelernt. Läuft noch. Haben wir hier auch Leute kennengelernt und haben uns mit denen so immer wieder mal getroffen und sind gemeinsam essen gegangen und. Also, dann haben wir da irgendwann mal, sind wir in so einem Restaurant drin gesessen und haben uns unterhalten. Und da ging, weil eben, wie komme ich zu dieser Überzeugung, ich kann alles. Ich glaube, das war so der Initialpunkt. Denken und eine Geschichte, die mich schon immer sehr beschäftigt hat, bedingt durch eben mit 25 die Macht ihres Unterbewusstseins von Joseph Murphy, das Buch, wo ich gelesen habe, und von Frederick Fester, das Buch Denken, Lernen, Vergessen. Ja, und dann auch noch Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Ah ja, Mensch, das wollte ich auch noch einführen. Eine Kassette, eine Musikkassette mit einer Autosuggestion, die hieß, ich kann, was ich will. Ich kann, was ich will. Diese Kassette, also es war so Motivationsgeschichte, die habe ich, Tag und Nacht habe ich die gehört. Tag und Nacht ist die irgendwo in irgendeinem Rekorder drin stecke, in einem Player drin steckt, und ich habe die laufen lassen. Während dem Autofahren, wenn ich auf meinem kleinen Diktiergerät, wenn ich gerade da nichts damit aufgenommen habe und ich konnte es laufen lassen, habe ich das laufen lassen. Im Bett bin ich gelegen, Kopfhörer und Stereoanlage, und Tag und Nacht, ich kann, was ich will, ich kann, was ich will, ich kann, was ich will. Ja, und das ist auch heute noch immer noch meine absolute Überzeugung. Ich kann, was ich will. Ich glaube, das habe ich auch im ersten Teil schon so erwähnt. Wenn es irgendwo ein Zeichen dafür gibt, dass es so ist, wie es sich darstellt, dann erfahre ich das, dann kann ich das und dann erreiche ich das. Ja, aber das war ja okay. So hat mich also das Denken immer irgendwie beschäftigt, und das war dann eben auch das Thema an diesem Abend mit diesen anderen Webmastern. Und irgendwie fühlte ich mich veranlasst, dann auf einmal zu erklären, dass wenn ich eine Situation beobachte, wenn ich mit anderen Menschen mich unterhalte, und selbst in diesem Moment war das so, und über Konsequenzen bzw. über Ergebnisse so nachdenke, dann mache ich das im Quellcode. Also ob das C-Code, Pascal oder, das spielt ja alles gar keine Rolle. Es ist im Quellcode, also ich denke mir das dann im Quellcode aus, mit Vorschleifen, mit While-Schleifen, mit If, Then und Else und den ganzen Krempel, komplett alles durch, verschiedene Case-Geschichten, und ja, ich denke im Quellcode. Die anderen haben mich total verdutzt anguckt,
Und wenn ich neben mir sitzen hätte können und hätte mir zugehört, dann hätte ich wahrscheinlich genauso verdutzt geguckt. Ja, aber es war so, ich habe das einfach so spontan rausgeworfen und ja. Gut, das war so eine Geschichte, die mir dann eben in so einer Nachschau, in so einem Ding, wo ich also über verschiedene Erlebnisse in meinem Leben nachdenke, eben auch so ein Part. Jo, und jetzt vor so 2,5, 3 Jahren, wo ich also komplett unsicher, das war noch weit bevor ich also diesen ersten Teil von mein Erwachen gemacht habe, sitze ich mit meiner Frau da unten auf der Terrasse und wir unterhalten uns. Und eben, glaubst du, dass das so möglich ist? Ist das so? Und hab das einfach so durchgesponnen. Und dann sage ich, ohne dass ich jetzt also diesen ganzen Geschichten schon nachgegangen bin, ohne dass ich da überhaupt irgendwas schon nachgeforscht habe. Also ich war ja da immer noch in dieser Pyramidengeschichte und NWO, Falschgeldsystem und Reptiloiden und Anunnaki und, also nee, Anunnaki war noch weit entfernt, Reptiloiden, David Icke, so Shapeshifter, das war ja auch die Geschichte, was mein Enkel damals so beschäftigt hat. Und dann sage ich zu meiner Frau, und jetzt stell dir mal vor, auf einmal stellt sich das raus, das hier ist alles wie ein Computerprogramm. Das ist alles, stell dir das mal vor, das wäre der absolute Kracher. Uns gibt es gar nicht und wir sind nur ein Hologramm. Ja. Und mit diesem ganzen analytischen Denken gehe ich also an diese Sache ran und untersuche eben da diese ganzen Vordinge. Ich habe es schon tausendmal gesagt, Falschgeldsystem, Politiker und wo ja, für den einen ist es ja so, dass er sieht, was die Politik macht und denkt, das sind unfähige Menschen. Ein anderer schaut die gleiche Szene an und denkt, die machen das mit Absicht. Und ein anderer schaut dahin, dazu müsste ich jetzt schon fast mich dann dazu zählen, und sieht es und sagt, da steckt was anderes dahinter. Gut, es gibt dann noch andere, die nochmal verschiedene Kategorien, die interpretieren alle da irgendwas rein. Das ist jetzt so das einfachste reale Bild, was man da so analysieren kann. Ja, und dann immer die Frage, ja, ist das so? Ist das jetzt wirklich genau das Ende? Ist das die Erklärung? Können wir da einen Schlussstrich drunter ziehen und gucken, wie wir jetzt da irgendwie mit klarkommen? Oder geht es noch weiter? Das ist eine gute Definition. Festhalten, das war eine gute Definition. Danke. Also geht es da noch weiter oder ist das schon alles? Können wir da jetzt einen Schlussstrich ziehen? Ja, und genau immer mit diesem Denken bin ich immer weiter vorgestoßen, weiter vorgestoßen, weiter vorgestoßen. Und habe dabei dann auch viele andere beobachtet. Also ist ja logisch, wenn man sich so raustraut und Sachen untersucht, sich mit anderen dann auch mal kurz schließt, um einen Erfahrungsaustausch zu machen, Erkenntnisaustausch. Ja, dann bleibt es ja nicht aus, dass man auf verschiedene Menschen stoßt mit verschiedenen Ansichten. Und zu der Zeit, wo ich also das wirklich stark propagiert habe, aus einem Gefühl heraus und dann hinterher aus logischem Denken eigentlich das wieder so zusammengefasst habe, war ja immer die Aussage, Energie folgt Aufmerksamkeit. Ist nicht so, dass es von mir stammt, sondern ich bin halt drüber gestolpert und denke dann darüber nach und sieht es dann als ein wichtiger Part an. Also da war dann bei Facebook, ist dann einer aufgetaucht, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Also der war in dem Moment so irgendwie so ein Fokus, wo ich diese Geschichte habe mit Energie folgt Aufmerksamkeit. Und da war also dieser eine und der war irgendwie auf diesem Level von, wobei Level jetzt nichts mit Bewertung zu tun hat, höher oder niedriger oder so. Nein, er war einfach auf diesem Stand. Das war seine Realität. Ja, also bis dorthin ist er gekommen. Und das war also diese Geschichte, dass das ist alles Absicht, wir werden so gesteuert, es ist Falschgeldsystem, es ist
Wir werden ausgebeutet, als Sklaven gehalten und, und. Das war sein Ding. Dass die Geburtsurkunden eigentlich das Vermögen ist, was uns genommen wird, dadurch wir in die Schuld geraten. Also alles, was oder ein Teil davon, was man heute, was heute von den Medien als Reichsbürger bezeichnet wird, ja. Reichsbürger ist ein Begriff, den die Medien, vielleicht auch Politik, da kreiert hat, und um eben diese Menschen, die in diese Richtung denken und das Staatensystem ablehnen, das Parteisystem ablehnen, die ein bisschen die ganze Geschichte so hinterschauen, hinterfragen, um die eben zu diffamieren, so wie alle die, die jetzt denken, dass die, für die die Mondlandung ein Fake ist, das sind ja die Verschwörungstheoretiker. Und, also ja, es war dieses System, was er glaubt. Und dann geht er also hin und hat da so sein, das ist die Szene, an die ich mich da so erinnern kann, hat er sein Smartphone und rennt da in so einem Gebäude hoch und runter, könnte eine Schule, ein Rathaus, ein Gerichtsgebäude oder so was gewesen sein, rennt da diesen Flur hoch und runter und rennt im Kreis und schreit in sein Smartphone rein, wie er das alles jetzt durchschaut hat und wie das... er das nicht glauben konnte, und wir müssen jetzt irgendetwas dagegen tun. Und mit wir meinen ja die Menschen dann immer sich selber, also sich selber, und dann müssen so viele wie möglich mitmachen. Ja, das ist nochmal eine andere Ebene. Also wir müssen da was dagegen tun, und war da richtig energisch und geht auf die Straßen und versammelt euch, tut euch zusammen, schließt euch zusammen, und ja. Das hat er also alles so da ins Mikrofon und seine Kamera da reingebrüllt. Und dann gab es auch noch ein paar Vorstellungen, schien mir so wie so in Lokale oder vielleicht auch mal so ein Klassenzimmer oder so irgendwas, ja, wo er dann so auf einer kleinen Bühne gestanden ist. Und, also er wurde da auch ein bisschen gefeiert für das, dass er so viel Mut und Power hat. Und ja, er ist der Mann der Stunde. Ja, und ich habe mir das eben anguckt. Wie gesagt, das war für mich eine fremde Welt. Also nicht fremd insofern, dass ich jetzt sagen würde, das habe ich nicht gekannt, die Argumente, die er sagt, sondern es war für mich insofern fremd, dass ich gesehen habe, nee, das kann nicht der richtige Weg sein. Das ist, damit spielen die Menschen eigentlich auch noch der Politik den Ball zu, damit die auch wirklich losschlagen können. Ich habe dazu auch dann einiges geschrieben in Facebook, ja, auch auf dem Blog. Das war also einer, und dann, ich habe das so beobachtet, und irgendwann, mir ist es gar nicht aufgefallen, wann oder wie, sondern im Nachhinein sehe ich, dass den gibt es gar nicht mehr, der ist gar nicht mehr da. Wurde der jetzt verhaftet, wurde stillgelegt, was ist mit dem passiert? Ich habe keine Ahnung. Auf einmal fehlt der. Dann gibt es einen anderen, der meint, ist auch so eine extreme Situation, der meint, dass wir müssen unsere Handys wegschmeißen, Fernseher zerschlagen und dann ab in den Wald reinziehen, und dort leben wir dann von dem, was uns die Natur gibt, von Beeren, Früchten, Kräuter und so weiter. Und weit ab von jeglicher Technisierung, von allem, was technischer Fortschritt bedeutet, abwenden. Und dann natürlich zu Gott und Jesus beten, und das ist dann der heilige Gral. Ja, und der war also so penetrant, dass er also wirklich alle anschreiben musste. Er musste alle anschreiben, und oder alle, die mit ihm da wohl seine Freundschaftsanfrage bejaht haben, angenommen haben, die musste er dann auch noch privat anschreiben und sagen, hey, komm, tu uns mit uns zusammen. Und wenn man das nicht tat, dann war man einer, der blind ist, der das nicht versteht und der gar nicht weiß, um was es geht und. Ja. Das Lustige dort dran ist ja, dass wenn man sich langsam von diesem
materialistisch-mechanischen Weltbild entfernt, dann sind ja die anderen, die es gar nicht erkennen können, also die irgendwo da drin stehen bleiben, für die ist man ja auch weltfremd und hat es nicht verstanden, man ist dumm. Und in diesen ganzen Etappen, die man so durchläuft, trifft man immer auf die einen, die glauben eben, die Wahrheit gefunden zu haben, und für die ist man dann derjenige, der noch schläft oder der es nicht begreift oder der es nicht begreifen will und. Ja. Ist ein interessantes Konstrukt. Wenn man das also alles anschaut, dann ist es ein interessantes Konstrukt. Jo. Da ist ja die Frage, wie kann sowas funktionieren? Das ist genial. Es gibt noch andere Menschen, teilweise sind sie auch jetzt noch aktiv. Und ja, Energie folgt Aufmerksamkeit. Also. Dann ist ja, und da möchte ich jetzt gerade mal noch einwerfen, dass, weil es kam eben auch über Kommentare und private Nachrichten und so, kam schon einiges auf mich zu. In Gesprächen, dass von wegen der Guru-Gedanke oder Selbstdarsteller, solche Dinge. Ja? Dazu möchte ich also jetzt auch nochmal festhalten, dass das, was ich hier tue, ja, das tue ich, um das, was ich erfahre, zu dokumentieren. Ich begrüße es, wenn viele Menschen das anschauen, das sehen und daraus ihre Inspiration, ihre Impulse oder ja, ihre Erkenntnis rausholen können oder dadurch auf irgendeinen Weg geleitet werden, wo ihr Weltbild erweitert wird. Erweitert. Nicht mein Weltbild annehmen, nicht das verstehen oder so verstehen, als wenn ich sagen würde, ihr müsst jetzt alle meinem Weg folgen. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nicht. Ich will gar nicht, dass mir irgendjemand hinterher rennt und mich ständig mit Fragen löchert oder sonst irgendwas. Das hält mich nur auf. Ja. Ich bin gern bereit, Fragen zu beantworten, wenn ich erkenne, dass jemand selber drüber nachdenkt und da wirklich irgendwo an der Stelle festhängt oder so, dann bin ich gern bereit, mal da auch mit ihm drüber zu diskutieren. Fragen zu beantworten, nee, das ist der falsche Weg. Drüber zu diskutieren, zu analysieren, um was es jetzt gerade geht. Wobei ich nicht behaupte, dass ich die Lösung habe, sondern die Lösung, die liegt dann in dieser Diskussion. Nicht zwangsläufig mit mir alleine. Jede Diskussion mit jedem Menschen, mit jedem Gegenüber, selbst eine Diskussion, ich werfe es jetzt einfach mal so rein, mit sich selbst. Ja? Oder ich nenne es jetzt auch gern mit einem Aufseher, also mit einem gedanklichen Konstrukt, ja, kann eine Erkenntnis herbeiführen. Kann dazu führen, dass man sagt, hey Mensch, warum bist du da nicht früher drauf gekommen? Ja. Ein bisschen habe ich jetzt den Faden verloren. Also es waren diese Steps, wie Menschen zwischendrin hängen bleiben. Das scheint alles irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht nicht so zusammenzupassen. Oder nicht zusammenzugehören. Aber genau das ist ja ein Punkt, dass um das große Ganze zu verstehen, um irgendwo eine Basis zu erkennen, wäre es nicht schlecht, wenn man sich von dieser Detailversessenheit, ich kann das jetzt heute so sagen, von der Detailversessenheit, die uns auf der einen Seite die Naturwissenschaft diktiert, auf der anderen Seite, oder die Wissenschaften allgemein, ja, also die Wissenschaft diktiert
beziehungsweise aber auch von unserem Ego diktiert wird. Und hier ist Ego nicht als dieses Negativmerkmal zu sehen, was Ego mit alles meins, also das, was man ja so mit Ego versteht, mit Geiz, mit Neid und dieses Vereinnahmen, ja, das ist, denke ich, in diesem ganzen spirituellen Denken gar nicht wirklich damit gemeint. Also wer so weit drin verhaftet ist, dass er also nur noch an Konsum, Geiz und will ich haben denkt und alles gehört mir, derjenige wird sich sowieso schwer tun mit Selbstreflektieren, mit Erkenntnis, mit Hinterfragen. Für den steht ja alles schon fest und Hauptsache meins. Jo, Ego, genau, ich und Ego, das ist so eine Geschichte. Da war ein Thema, was ich mir da genau Selbstliebe, Selbstvertrauen. Das Beispiel der Bedingungs-Ego-Ich, Beispiel bedingungslose Liebe. Das ist auch noch so eine Geschichte, wo ich drüber gestolpert bin. Bedingungslose Liebe. Als ich da das erste Mal drüber gestolpert bin, bedingungslose Liebe. Nur wer bedingungslos liebt, findet die Freiheit, findet ich weiß nicht was. Bedingungslos lieben. Und der erste Satz, der mir natürlich da sofort durch den Kopf gegangen ist, das ist, wie will ich bedingungslos lieben, wenn doch die Bedingung ist, dass ich bedingungslos liebe. Also es geht ja gar nicht bedingungslos lieben, weil das kann nicht existieren, weil es ja eine Bedingung ist, bedingungslos zu sein. Ja, das ist das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Und ich habe dann in der Folge darüber nachgedacht und was könnte das bedeuten? Was soll das heißen? Bedingungslos lieben. Und irgendwann bin ich da mal drauf gestoßen und habe das mal so, das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte, was heißt, das gehört mit dazu, das ist dieses Ego, mein. Alles gehört mir. Aus diesem Gedanke heraus, aus diesem Ego-Denken heraus, soll also, wenn ich sage, meine Frau, mein Partner, mein Haus, soll das eine Vereinnahmung sein. Damit drücke ich meinen Egoismus aus. Das ist genauso eine falsche Geschichte. Das ist, wenn ich im Ego-Denken verhaftet bin, dann denke ich so, dass eben, ja, also zum einen denke ich, dass meine Frau, die gehört mir. Und zwar im Sinne von Besitz. Wenn ich die Erkenntnis habe, dass es so sein würde, also das heißt, wenn jemand sagt, meine Frau gehört mir, mein Mann gehört mir, dann ist also wenn ich so drauf schaue, dann ist derjenige im Ego-Denken verhaftet. Wenn also auf der einen Seite, wenn jemand tatsächlich so denkt, klar, dann ist es Ego. Wenn jemand auf eine Beziehung, auf eine Aussage schaut und sagt, das ist Ego-Denken. Wenn er also zu dieser Erkenntnis kommt, dann würde ich behaupten, dann hat er, ja, auf gut Deutsch gesagt, ein Problem mit seinem Ego-Denken. Wenn er da drauf schaut und sieht genau das da drin, eben die Besitznahme des Partners, Besitznahme des Hauses, dann ist er im Ego-Denken verhaftet. Dann hat er selber auch etwas zu tun, um eben aus diesem Ego-Denken rauszukommen. Ich hoffe, das kommt so rüber. Denn es gibt ja auch die Sichtweise aus dem Ich. Also auf der einen Seite das rein materialistische Ego, das schlechte Ego, das alles vereinnahmt. Dann haben wir ein Ego-Denken, das das begünstigt, dieses, das ist so ein Seelenaspekt, so ein, ja. Und auf der anderen Seite das Ich, das reine Ich. Weil es gibt ja auch wiederum Menschen, die glauben, wenn ich das Ego abstreife,
streife ich auch das Ich ab. Also das Ich, das Selbst. Ich darf dann nicht mehr existieren. Aber dennoch, in der Realität, in dem, was wir erfahren, ist das Ich ja wichtig, um sich irgendwo zu orientieren. Da bin ich, da ist der andere. Ja? So, wenn ich jetzt aus der Ich-Perspektive, ich lasse das, also das Ego habe ich überwunden und sage aus dem Ich heraus, das ist meine Frau, dann zeigt es nichts anderes, dann ist es keine Besitznahme, sondern dann zeigt es eine Verbindung. Wenn ich sage, das ist mein Haus, dann zeigt es die Verbindung zu dem Haus. Hier ist mein Haus, hier bin ich. Hier ist meine Partnerin, hier bin ich. Hier ist mein Partner, hier bin ich. Da ist mein Hund, da ist meine Katze. Die sind da, ohne dass ich die in Besitz nehmen muss. Es zeigt nur die Verbindung. So, aus diesem Denken heraus, beziehungsweise ergänzt jetzt mit diesem Gedankengang, mit diesem Denken, mit dieser Sichtweise, gehe ich jetzt nochmal zurück auf selbstlose Liebe. Eine selbstlose, bedingungslose Liebe. Wie muss ich mir das vorstellen? Eine bedingungslose Liebe muss nicht als Bedingung gesehen werden, sondern man kann auch sagen, ich liebe jemanden so stark, dass egal was er tut, ich würde ihn immer lieben. Ich würde ihm immer verzeihen. Es tut weh, wenn irgendetwas, wenn er mich verletzt, aber dennoch wird die Liebe immer über allem stehen. Ich habe das mit meiner Frau so durchdiskutiert. Und insofern kann ich das dann eben auch sicher sagen, dass ich liebe meine Frau so sehr, dass egal was sie tut und egal wie schmerzhaft es ist, ich würde sie wegen dem trotzdem lieben. Es verzeihen, keine Ahnung, aber lieben wäre immer da. Wir könnten uns trennen, die Liebe wäre immer da. Und ich denke, dass das die bedingungslose Liebe ist. Ja, da wird ein Hund unruhig. Ich hoffe, dass das so rüberkommen ist. Okay. Ja, am Anfang habe ich angekündigt, ich bin an einem wichtigen Meilenstein angekommen. Und ich habe jetzt da sehr viele Einzelpunkte dabei rausgepickt. Und versucht es nochmal erneut zu erklären. Und hier möchte ich für die folgenden Videos noch festhalten. Das ist zum einen das Thema dieser Erfahrungen. Gedankengänge, die ich so im Laufe meines Lebens hatte. Das ist eins. Ach ja, eine Geschichte, das hatte ich ja gar nicht angesprochen. Das war, wo ich angefangen habe mit dem Blog auf NetXTV. Da gibt es einen Beitrag, der sich um Gedanken dreht. Gedankenschichten. Und da ist interessant, dass ich dort eigentlich auch so eine Geschichte aufgezählt habe oder eine Geschichte auf den Grund gegangen bin, nicht mit Ergebnis, also nicht zwangsläufig mit Ergebnis. Wer was drin sieht, okay, für mich war das so eine Aufarbeitung, so eine Auflistung, Durcharbeiten, wie könnte das ausschauen, wie funktioniert das? Also, und in diesem Rahmen drin, da habe ich eben auf NetXTV so ein Ding gemacht, das heißt Gedankenschichten. Ah,
Also das ist auch, weil wenn ich das jetzt gerade so gedanklich überfliege, dann passt es genauso in diese Richtung rein, von wegen so eine Vorahnung zu haben, wohin es läuft. Da ist das kleine Programm hinterm Baum. Da ist, ich denke in Programmiersprache, in Quellcode, Computersprache. Die Vorstellung, das stell dir mal vor, das hier ist alles nur so wie eine Art Simulation. Achtung, Achtung, bevor jetzt einer voreilig auf den Schluss kommt, ey, dann wissen wir doch, auf was es rausläuft. Ihr wisst es nicht. Ihr wisst es definitiv nicht. Weil genau das ist der Punkt, dass es nicht darauf hin rausläuft. Die ganze Geschichte, das war noch so, wow, das hat mir ein bisschen Gänsehaut verschafft, dieser Gedankengang. Das ganze Vorgehen, um an die Geschichte ranzukommen, nimmt der kompletten Spiritualität, Esoterik, dem ganzen Geistlichen, dem ganzen Ding, scheint es komplett die Romantik zu nehmen. Dieser romantische Gedanke von wegen, ah, da ist was Übersinnliches, da ist was Tolles, was Großes, was... Das wird im Prinzip durch die ganze Erkenntnis, durch die, wie habe ich das hier genannt? Das ist schon ein bekanntes Wort, aber wie habe ich es genannt? Ja, Transformation durch Erkenntnis. Durch das Ganze verliert es alles irgendwie an Romantik. Dieses Übernatürliche, dieses Geistige, dieses, oh, ja, dieses unterschwellige Gefühl, das wird durch all diese Gedankengänge komplett auf eine sehr nüchterne, neutrale Sicht hingeschoben. Das Schöne ist aber, dass im Nachhinein, wenn man das dann anschaut, wenn man dann sagt, okay, ich bin jetzt hier auf einer Basis und jetzt schaut man sich diese Basis an, dann auf einmal erkennt man, dann findet man genau diese Romantik, dieses Elitäre, dieses, elitär, das richtige Wort, keine Ahnung, dieses Geistige, dieses Mächtige, dieses Erleuchtende, dieses, dann bekommt es auf einmal wieder diesen ganzen Charakter, allerdings eben auf einer ganz anderen Basis. Ja. Um es ganz nüchtern auszudrücken, bei diesem ganzen Weg, wo man immer wieder mal Ausschau hält nach diesem, was ist denn jetzt diese Seele? Was muss ich denn jetzt tun? Anderer Weg. Wo sind die Hühnchenknochen, die ich jetzt noch schmeißen muss? Wo ist das Pendel? Wie kann ich das tun? Das wird alles sehr nüchtern. Alles sehr nüchtern. Alles sehr klar und neutral, ohne Bewertung betrachtet. Und dann verliert es immer mehr diesen Spirit. Es verliert diesen Spirit. Oder es scheint diesen Spirit zu verlieren. Dass es den scheinbar gar nicht gibt. Aber dann auf einmal eröffnet sich etwas, wo man genau das, was man geglaubt hat, dass es nicht existiert, dass das verloren geht, macht sich dann auf einmal richtig breit ist, dann zeigt sich's, wie das alles zusammengebaut ist. Ich weiß nicht, ob ich das alles jetzt komplett in Worte fassen könnte, wenn ich das jetzt hier erklären müsste. Normalerweise ja, klar, aber dazu wäre notwendig, dass jeder, dem ich das sag, dass der absolut ohne Ego, ohne Bewertung, ohne Verurteilung, ohne irgendwie in so einer dualistischen Geschichte drin hängt, ja,
dass sie das wirklich frei ohne Vorbelastung erstmal aufnimmt. Aufnimmt, nicht annimmt. Aufnimmt, um das für sich selbst zu reflektieren, um dann das anzunehmen, was er selbst anzunehmen bereit ist. Ja. Und das war jetzt, ich glaube, das war jetzt so eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr. Das waren jetzt ein paar Dinge, die auf der einen Seite natürlich nach Stichworten, aber ich muss mir das jetzt selber nochmal angucken und anhören, was ich da jetzt alles vor mir gegeben habe, weil ich denke, da war schon einiges Hardcore-mäßiges dabei. Ja, Hardcore, was verbindet man damit? Das war nicht gemeint. Substanziell, also wirklich tiefgründig. Oh, ich darf ja gar nicht über tiefgründig Philosophie und so Geschichten darf ich ja gar nicht sprechen. Das ist ja, ich habe ja nicht Philosophie studiert. Oh, ich böse ich. Ja. Okay. Das sage ich noch. Gut. Philosophie. Ich darf nicht über solche Dinge nachdenken, nicht drüber sprechen, nicht äußern. Und das ist ja alles. Oh, nee, das geht nicht. Es gibt so eine Geschichte aus, wie soll ich das, ja, also ich bin da drauf gestoßen in so einer Werbesendung von Time to Do TV, Norbert Brackenwagen. Da kommen gute Infos rein, aber man muss sich auch bewusst sein, dass es sehr viel Sales Speech ist. Also das muss man sich bewusst sein. So eine Sendung kostet, glaube ich, 2000 Euro, um dort, also wenn jetzt jemand sein Produkt dort anbieten will, dann kostet es ihn 2000 Euro, damit er dort reinkommt. Damit ein Interview mit ihm gemacht wird. Nichtsdestotrotz sind aber dennoch die Informationen, wenn man sie rauslesen kann, sehr interessant. Und da gibt es einen, ich weiß jetzt im Moment gerade nur der Vorname, wie immer, ich werde es dann einblenden, der heißt irgendwie Maximilian weiter. Und ein Zeichen, Maximilian, so heißt unser Sohn. Zeichen. Dieser Maximilian spricht über Logosophie und gibt da seine Gedankengänge zum Besten. Es hört sich abwertend an, aber es ist voller Anerkennung. Das ist wirklich so eine tolle Geschichte. Das ist wirklich erhellend. Das ist, ja, wenn man da einsteigt und dort drüber nachdenkt, da kommt also wirklich einiges zustande. Jedenfalls aus diesem Ding raus ist jetzt also die einzige Bezeichnung, die ich wiederum für meine Gedankengänge habe, eben dieses Logosophie. Ich weiß nicht, ob man da die Definition, ob das mit der Definition bei Wikipedia übereinstimmt. Das interessiert mich jetzt auch gar nicht. Ich nenne das jetzt einfach für mich Logosophie. Und damit auch die Kritiker irgendwas dann zum Bemäkeln haben. Und da bei diesen Gedankengängen geht mir dann durch den Kopf, wie zu Einsteins Zeiten hat irgendeine Zeitschrift wohl da so eine Headline gebracht, alles ist relativ. Und als Schüler, Student und, ja, hat man immer gern mit so einem Spruch, alles ist relativ, auch immer gern geglänzt. Ja, es ist alles relativ. Das muss man, als Problemlösung, alles relativ, muss man nicht so eng sehen. So, und dann kam, also, alles ist relativ, und ich weiß nicht, woher das kommt, aber dann kommt, schießt meistens noch einer hinterher, oder man, derjenige, der es gerade ausdrückt, der sagt selber auch nochmal, nichts ist absolut. Alles ist relativ. Nichts ist absolut. Und keine Ahnung warum, aber das geht mir so durch den Kopf. Ich denke darüber nach. Ein bisschen angespornt durch Maximilian mit Logosophie bei Time to Do. Und ich denke da so drüber nach und dann alles ist relativ.
Nichts ist absolut, nichts ist absolut, nichts. Da ist ein Fehler drin. Das ist falsch. Das kann, das ist, das haut nicht hin, das geht nicht. Rein informativ ist diese, diese Information komplett falsch. Weil alles ist relativ. Also kommt je auf den Standpunkt drauf an. Nichts ist absolut. Das ist eine absolute Aussage. Das ist so, das ist in Stein gemeißelt. Nichts ist absolut. Und jetzt taucht die große Frage auf. Wenn diese Aussage, nichts ist absolut, doch so eine klare Aussage ist, die keinen Zweifel offen lässt, die auch, egal aus welchem Blickwinkel man sie anschaut, absolut ist. Sie ist absolut. Wie kann dann diese Aussage, nichts ist absolut richtig sein? Das geht nicht. Also, diese Aussage ist alleine schon in der Aussage drin falsch. Schon alleine in dem Moment, wenn man es ausspricht, ist es falsch. Nichts ist absolut. Kann nicht sein. Ja, jetzt habe ich nicht mitgekriegt, wo es fertig war. Ich will es jetzt auch alles nicht nochmal wiederholen. Und das war ja nur so ein abschließender Gedankengang. Hoffen wir, dass der noch mit reinkommt. So. Auch wenn ich die Basis gefunden habe, was heißt auch? Nein, gerade weil ich die Basis erkannt habe, diesen riesen Meilenstein erreicht habe, ja, für mich erreicht habe. Ich habe ihn erreicht. Ich kann nicht sagen, dass das der Meilenstein für viele andere Menschen ist. Und ich denke, das habe ich jetzt schon genügend ausgedrückt, dass es hier nicht darum geht, dass ich andere überzeugen oder bekehren möchte, sondern dass die selber einen Impuls erhalten und auf welchen Wegen auch immer. Gut. Gerade diese Basis, dieser Meilenstein, bestätigt, ja, welch Wunder, wir sind Riesen. Wir sind Riesen, denen man eingeredet hat, sie sind Zwerge. Und die ersten Dinge, die ich schon mit diesem Wissen, mit dieser Gewissheit angegangen bin, bestätigen in gewisser Weise, nein, nicht in gewisser Weise, bestätigen genau das. Wir sind Riesen, denen man eingeredet hat, sie sind Zwerge. Jo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch. Kommentieren, kein Thema. Bitte die Videos auch teilen, abonnieren. Und wenn jemand ernsthaft mit mir in Kontakt treten möchte, dann bin ich gern dafür offen. Allerdings, aus Erfahrung, muss ich das jetzt einfach einmal so kurz in den Raum reinwerfen. Bitte nicht 10 Minuten von irgendeinem Video anschauen und dann glauben, jetzt ist alles klar und jetzt können wir ihn mit Fragen oder mit Vorwürfen oder mit Erkenntnissen oder sonst irgendwas bombardieren. Oder zu erhoffen, ich könnte jetzt da in einem einfachen, in einer einfachen Facebook oder in einem Twitter-Beitrag könnte ich jetzt die große Weisheit verkünden und damit einem komplett den ganzen Weg ersparen. Das geht nicht. Also aus der momentanen Sicht funktioniert das nicht. Ja. Und mein Weg, meine Bestimmung oder ja, Bestimmung. Nein, einfach so. Ich will nicht alle Menschen jeden erleuchten und ihm die komplette Arbeit abnehmen. Ja, da ist, jeder hat seinen eigenen Weg, den er da irgendwie finden muss und oder irgendwie weiterkommen muss. Muss auch nicht. Nein, jeder geht einfach seinen eigenen Weg. Punkt. Und
ich lasse mich da gern zu Erkenntnisgewinn auf Diskussionen ein und wo man sich einfach mal so ein bisschen abgleicht oder sowas. Ja, gerne. Aber wie funktioniert das jetzt? Wo ist der Beweis? Hey, ich habe so viele Videos gemacht. Ja, erstmal die alle angucken, diesen ganzen Hinweisen folgen und dann können wir uns vielleicht noch über das eine oder andere unterhalten. Ja. Ah, Energie folgt Aufmerksamkeit, aber andererseits muss es ja auch mal gesagt werden. So. Wir sind Riesen, denen man eingeredet hat, sie sind Zwerge. Und insofern wünsche ich euch alles, alles Gute. Mi Agape.